Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Valheim mit dem lieben Madesto. Hallo. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, in einer dunklen Höhle und haben alle überhaupt keine Angst. Nein, gar nicht. Nein. Ich bin unbewaffnet. Madesto ist jetzt hier derjenige, der vorgehen muss. Wir freuen uns alle richtig. Wir könnten es noch probieren, aber das wäre langweilig. Wir haben ja letzte Folge ein paar Erze gefarmt. Wollten das coole Messer machen. Wer lesen kann, wäre klar ein Vorteil gewesen. Ich habe nicht richtig gelesen und ich weiß nicht genau, wofür man das jetzt so eigentlich braucht, aber zum Angriff ist es nicht geeignet. Ja, also habe ich jetzt keine Waffen. Aber wir sind jetzt hier in dieser Grabstätte. Und wir werden sie erkunden. Ich meine, no risk, no fun, oder? Was kann schon schief gehen? Ich meine, der nächste Spawnpunkt ist 5000 Kilometer entfernt, aber egal. Ach so, okay. Ist es hier nicht. Naja, erst nach links. Ja. Links hat sich letztes Mal ja bewährt, oder auch nicht. Ja. Also meine Fackel hält aber auch nicht lang, wollte ich schon mal nur so loswerden. Okay. Hitzbäcker, 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 ho. Ah, Skelett. Und mit, au, 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 au. Mit auch noch ein Sternchen. Mit au, 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 au. Mit au, au, au. Ja, ich muss kurz zurück. Noch ein Schlag. Keiner hat die Tür zugemacht, das verfolgt uns halt, ne? Oh, okay, ist erledigt. Ich habe jetzt halt auch nichts mehr zu essen, ich habe eine Beere. Warte, warte, ich hab was dabei, ich schmeiß dir was ab. So. Ich hab's in den Gang, in den Dunklen hineingeschmissen. Danke. Und ich hab auch noch Pilze. Ah, Pilze sind doch hier genug, siehst du, die kann ich ja selber noch füllen. Achso. Aber gut, nehme ich den jetzt trotzdem mal mit. Soll ich die jetzt wieder zurückschmeißen oder erstmal behalten? Du kannst du ruhig behalten erstmal. Okay, so. Ja dann, wieder rein. Oh, ich habe zu wenig Leben. Ja, ich auch. Man heilt halt so langsam, ne? Es ist. Ja, aber ich meine, das eine war doch eh bloß im Raum, ne? Da ist doch jetzt alles. Das ist eine Truhe. Oh, da hinten sind Pfeilen. So die Kerne. Lauf da nicht einfach rein. Es könnte eine Falle sein. Also lässt du mich dann im Dunkeln. Entschuldigung. Hast du in die Truhe geguckt? Ja. Skelettreste aufheben. Ah, da gibt's also die schönen Knochen. Brauche ich ja zum Aufwerten meines Hirschbrechers. Ja, Knochen kriegen wir aber auch von den Skeletten, oder nicht? Oder sind das andere Knochen? Ja, ja. Nee, das dürften dieselben sein. Aber die Skelette müssen wir ja erstmal umhauen. Okay, hier ist zu Ende. Hier war auch nichts mehr. Okay. Hier war auch nichts mehr. Mit so wenig Leben. Naja, geht doch langsam. Hier müssen wir noch rein. Okay. So, gibt's hier irgendwas? Meine Fackel ist gleich alle. Ach, noch eine. Überreste. Zack, okay. Nicht eine craften? Hier ist auch nichts mehr. Ach ja, stimmt. Hast du eine Fackel? Nö, ich kann eine herstellen, warte. Sehr gut. Dann leuchte ich wenigstens, dann kannst du dich voll und ganz aufs Rumhauen konzentrieren. Ja, aber sonst bin ich schon durch. Mal hier rein. Die Geräusche, ey. Ich finde die gar nicht so schlimm. Okay. Aber gut, ich bin abgehärtet. Mhm. Ach, du wirst auch bald abgehärtet. Naja. Juhu. Das ist hier schon der Vorgeschmack. Vor allem, wenn ich hier die Geräusche schon fertig mache, na dann, oh, dann wird's bald lustig. Okay. Oh, ja. Ich will ja nicht zu viel verraten. Oh. Okay. Aber deine Zuschauer können sich schon freuen. Oh, Mann. Oh, hier ist eine Tür. Wie aufregend. Hier sind ständig irgendwo Türen. Ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass hier weit weg noch mal eine Tür kommt. Aber ey, du hast echt recht. Da hinten ist einfach. Das ist hier echt nicht so krass. Nee. Was mal, weil wir halt schon übergesetzt sind. Hier sind wahrscheinlich noch die Leichten. Ja, denke ich auch. Hä, sind wir jetzt durch? Ist ja lame. Ja, ist es nicht. Jetzt gehen wir raus und dann warten da bestimmt 5 Trolle oder so.
Okay, dann kann ich das Grab ja hier durchstreichen, weil so mache ich das jetzt immer. Ich markiere mir die Gräber und streiche die dann durch mit dem X. Sehr gut. Das ist gut. Habe ich das auch auf der anderen Seite so gemacht? Nö. Ach, da habe ich dann fertig hingeschrieben. Naja, das geht auch. Das ist auch okay, ja. Fertig. So. Irgendwo hatten wir doch auch eine Höhle, in der wir einfach ein oder so gestellt hatten. Ein was? Eine Werkbank. Ja, das war diese Trollenhöhle. Ja, genau. So, und jetzt mit schnellen Fußes nach Hause? Oder gehen wir jetzt durch die Nacht? Wir können auch durch die Nacht gehen. Was ist das hier? Und du hast ja Licht, ne? Ich hab Licht, ja. Das ist nichts. Tag 36, okay. Ey, hier ist was vom Himmel gefallen. Nicht. Ich hab's genau gesehen. Okay. Aber oh. Jetzt ist nichts mehr da. Ein Blatt vom Weltenbaum. Ach, hier ist nochmal Kupfer. Brauchen wir noch Kupfer? Hey, ich dachte jetzt gerade wirklich, da ist ein Blatt vom Weltenbaum gefallen. Ich dachte, das wäre ein Item. Sag das doch nicht. Wer weiß, was es war. Ich markiere das mal. Ich markiere uns jetzt alle Kupfervorkommen, die wir noch nicht abgebaut haben. Das ist super. Ja, einer muss ja hier strategisch denken. Es zieht sich einfach der Faden. Ich bin halt immer die organisatorische. Aber chaotisch sind wir beide. Ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Hier oben ist noch mehr Kupfer, glaube ich. Das ist eine ergiebige Insel. Ja, ist halt im Dunkelwald eigentlich normal. Ich komme da nicht hoch. Cool. Ich komme da nicht hoch. Kupfer, Kupfer. Oh, weia. Ich kann nichts dafür, ist die Hitze. Ja. Und hier ist noch mehr. Was ist das? Kupfer. Das ist die Kupferinsel. Das ist relativ nah dran. Ach, egal, ich mach's trotzdem. Wo sind wir denn? Ach, wir sind wirklich auf dem Weg, die Insel bis zum Ende zu erkunden hier. Weil da unten ist überall Strand schon. Ja, ist halt die Frage, ob es Sinn macht, so nah am Strand vorbeizulaufen. Weil da wird es ja keine, wie nennen sich die Dinger nochmal, Gräber geben. Hm. Glaube ich, weiß ich vielleicht, auch nicht. Vielleicht Strandgräber. Boah, das ist jetzt aber ein bisschen sehr weit hergeholt, findest du nicht? Na, von Piraten oder so. Ich meine, hat überhaupt nichts mit Valheim zu tun, aber ey. Oh. Man würde ja noch träumen dürfen, ne? Ich weiß schon. Richtig. Ach, Mensch. Oh, da unten ist irgendeine Ruine oder sowas. Mehr. Herrlich, ich sehe da hinten nur eine blaue Wolke und du haust da alles kurz und klein. Ja, er wollte es nicht. Oh, die Sonne geht auf. Oh, wie schnell aber. Hui. Schick. Was siehst du, haben wir die Nacht schon überstanden. Stimmt da was im Du bist aber ein komischer Fisch. Oh, jetzt würde ich gern wissen, was das ist. Was da hinten? Ja. Das ist ein Hirsch. Oh. Ja. Anvisier halt, ne? Mhm. Wäre eine Idee, so wie das eine Mal, wo ich gesagt habe, das ist ein komisches Monster im Wasser. Ja. Aber echt. Oh. Da hinten ist ein Troll. Denn da. Er steht vor einem Höhleneingang. Echt? Oh. Ja. Oh. Der hat die Wand gestreichelt. Oh. Okay, warte. Also ich habe Pfeil und Bogen dabei. Ich auch. Na denn, lass uns den Troll abmurksen. Ja. Na guck mal, du machst schon voll Schaden, weil du die Eisenpfeile hast. Oh. Aber den Hirsch. Ey, das macht voll was aus mit den Eisenpfeilen. Guck mal, wie viel Schaden du machst. Ich mach nicht so viel, ich hab noch Holzpfeile. Ach nee, nicht auf allen Eisen. Alter Schwede.
Ah, fuck. Ich wollte ihm schön hinten in den Schritt hauen. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Bitte nicht sterben. Gib mir Mühe. Oh, jetzt habe ich mal Eiktür aktiviert. Oh, ich vergesse das nochmal. Wie macht man das nochmal? Aktiviert mit F. Abwehrkräfte. F. Tot. Nein! Was ist das? Doch. Ich wollte zu viel. Ach. Muss ich jetzt wieder zurückrennen? Oh Mann. Das wirst du wohl müssen, ja. Es lief so gut, weißt du? Ja, da wurdest du halt zu mutig. Weißt du, vor allen Dingen hattest du die guten Pfeile. Ah. Gingen sie in meinem Grab. Wenn nicht, ich hab auch gerade überlegt, die aus deinem Grab rauszunehmen. Ja, mach doch. Aber ich hab den Troll am Arsch. Ah, und ein Gartenzwerg. Ein Gartenzwerg? Cool. Nee, die heißen Grauzwerg. Ich hab nur Geh im Zwerg gelesen, da war es in meinem Kopf ein Gartenzwerg. Du musst natürlich jetzt mitkommen, du Wildsau, du. Bring die um. Ich hab nur meine Fäuste und eine Unterhose an, also. Ach, das ist doch nur ein kleines Schwein. Hä, ich gehe jetzt in die Höhle. Scheiß auf den Troll. Warum? So, ja. Aber wohl, nachher verliert er sein Leben. Hey, hier liegen voll viele Skelettreste. Was ist denn überhaupt für eine Höhle? So viele Fragen. Was macht der denn da? Ach, der streitet mit dem Grauzwerg. Ach so, ja, das ist gut, soll er doch. Ah, hier, du hast 38 von den Jutenpfeilen. Gleich gerollt hier. Du musst natürlich jetzt noch mitkommen, wa? Na, aber ich glaube, du hast auch mittlerweile den Bogen schon besser aufgewertet. Du machst mehr Schaden. Aber gut, du hast den Bogen wahrscheinlich schon aufgewertet, ne? Ja, das kann durchaus sein. Mann, der Troll ärgert mich. Mich verfolgt gerade so ein blöder Gartenzwerg. Nein! Was ist passiert? Nix. Ich konnte auch schnell genug weglaufen. Ich wollte so einen Ausdauerpilz gerade futtern, weil dann mehr Ausdauer ist ja bei so einer Sache eigentlich ganz gut. Ja. Und in dem Moment kam aber der Troll gefährlich nah und da habe ich mir gedacht so, oh. So, wenn du noch ein bisschen brauchst, dann ist er gleich tot. Ja, ich brauche tatsächlich noch ein bisschen. Oh. Ich habe hier einen. Nein! Scheiße! Ein Stein, irgendwas entdeckt. Also ein Mini-Stein? Nee. Irgendwas, wo mich gerade rote Augen angeguckt haben. Was? Was ist denn das? Markier das! Wie kann ich hier Markierungen setzen? Ah! Nein, geh aus der Karte raus. Ich bin so verpeilt. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Aua, irgendwas schießt mich gerade ab. Aber hast du es markiert? Ja. Ui. Mit einem Lagerfeuer. Das war falsch, aber egal. Und ich habe hier Schnee entdeckt. Oh. Wo bin ich denn? Ich frage, wo bist du lang gelaufen? Okay. Ich könnte abkürzen. Jetzt laufe ich ganz falsch. Manno. Aber krass, dass wir dann hier auch schon ein Schneebiom haben. Ja. Echt cool. Cool. Nein! Okay. Auf jeden Fall. Und hier ist auch nochmal. Scheiße. Eine Truhe. Dein Ernst. Mann, verzieh dich doch mal. Also mit Abkürzung war hier nichts. Ich gehe jetzt aber nicht nackt. Ich sehe die Karte schon. Okay. Weißt du, du kommst jetzt zum Finale. Der braucht nur noch einen Schuss, glaube ich. Ganz toll. Tatsache, ein Schuss noch. Hast du ihn wenigstens noch umfallen sehen? Nee. Nee. Schade. Noch zu weit weg.
Ach, da unten. Moment. Uff, habe ich's gesehen. So. So, ich bin hier die Unbewaffnete, weißt du? Aha. Naja, ich war ja nicht ganz gut. Hast mein Grab verteidigt. Hier, ich gebe dir sogar deine Pfeile wieder. Hab ein paar verbraucht. Wie kann ich nochmal splitten? Ich brauche ein paar von den Holzpfeilen. Mit der Shift-Taste. Die sind jetzt bei dir gesteckt. So. Da. Habe ich dir sogar alles wiedergegeben, was noch übrig war. Das ist ja lieb. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder anziehen. Lederbrustpanzer, der lumpte Hose. Hä? Ich habe den Hirsch gerade mit einem Axthieb umgebracht? What? Bist du brutal. Warst du schon in der Höhle? Nö. Okay. Das ist gut, dann können wir da jetzt reingehen. Ich musste mich ja um den Zeug kümmern. Was ist schon in der Höhle? Ja, ey, aber langsam hier schon wieder 5 Trollleder. Langsam sammelt sich das. Cool. Ich kann die Skelette hier gebrauchen. Zack, 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 weil damit werte ich dann meinen Hirschbrecher auf. Oh, es ist eine Trollhöhle. Vielleicht war der ja draußen, der Troll. Glaubst du? Aber hier können wir eine Werkbank hinbauen. Ah, Troll ist drin, Troll ist drin, Troll ist drin. Oh nein! Wollen wir das erstmal so markieren und für einen anderen mal aufheben oder wollen wir den jetzt noch platt machen, weil wir hier gerade sind? Wir können den auch versuchen platt zu machen. Das hat ja letztes Mal bei einem Höhlentroll so gut funktioniert mit ja, rein und raus. Hast du 10 Holz? Mhm. Ich habe 14 Holz, ja. Dann schmeiß mal rüber. Ja, Moment. Fang. Theoretisch auch ein Bett hier einbauen, oder? Ja, das war, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, damit man den Spawnpunkt einfach hat, wenn man dann doch stirbt. Oh. Das machen wir doch direkt mal. So, was brauche ich denn für ein Bett? Holz. Was bräuchte ich für ein Bett? Dann besorge ich mir kurz Holz. Aber ich glaube, hier gibt es kein normales Holz, oder? Oder gibt es ja auch normales Holz? Bau einfach mal auf den Baum. War jetzt eigentlich die Werkbank überhaupt notwendig? Eigentlich doch auch nicht. Ja, aber gut, wenn man Pfeile macht. Richtig. Und um unser Zeug zu reparieren. Baumfeld. Aua! Es kann doch nicht wahr sein. Wie ist gut, wir können dann aber nur Holzpfeile machen. Aber das ist besser als nichts. Gibt es nicht irgendwo auch Stein, das wir einfach mal abbauen können? Nee, wir bräuchten eine zweistufige Werkbank dafür. Baust du jetzt auch normales Holz ab oder dieses Kiefernholz? Kiefernholz, ist es nicht normales Holz? Nein. Ach, das ist Kernholz. Genau, das ist Kernholz. Oh. Tanne. Hau ich mal auf die Tanne. Hier so ein Baumstamm am Boden. Ach so, nee, das war glaube ich schon der Kiefer. Echt? Okay. Achtung, dass dich der Baum nicht trifft. Baumfeld, Baumfeld. Achtung. Also ich habe jetzt davon Kernholz und Holz bekommen. Also kriegen wir glaube ich beides. Cool. Das ist ja praktisch. Alter, meine Axt geht voll ab. Ey. Ich sehe schon, du haust einmal zu, zack. Holz. Mega. Aha. So, hier, ich habe noch 26 Holz, falls du das haben willst. Oder brauchst. Da ein Bettchen und da ein Bettchen. Da nehme ich mich. Dann behalte ich das. Dankeschön. Feuerstein bräuchte. Bett hat nicht genug Schutz. Echt? Habe ich es nicht weit genug reingestellt? Ach, kann Moment. Sein. Und dann. Bett bauen. Bauen, 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 bauen. Wo ist Bett? Wo ist denn das Bett jetzt? Möbel. So, guck mal, ob das passt. Ja. Okay. Ob das hier passt? On Punkt gesetzt. Sehr schön. Na, super. Hier, ich mein Zeug noch.
Und dann kann gleich losgehen die wilde Fahrt. Mhm. Ich habe keine Lust. Ja. Ich auch nicht. So, komm her. Na, aber hey, das kriegen wir schon hin jetzt hier mit Pfeil und so und rauf da. Scheiße, ich bin schon rausgegangen. War nicht verkehrt. Oh nein, das steht jetzt davor. Ja. So, ich lade und dann gehe ich direkt rein. Ach ja, so kann man das ja auch machen, ne? Nee, ging nicht. Also bei mir gerade nicht. Und dann gehe ich direkt wieder. Boah, und ich bin raus. Tot. Raus! Du hast es noch rausgeschafft, ne? Ich hab's noch rausgeschafft mit 6 Leben, ey. Oh, weia. Das ist jetzt halt wieder das Problem, weil wenn der da vorne steht, dann geht der halt erstmal so schnell nicht weg und dann wird man halt immer gleich erwischt. Außer man zischt an ihn vorbei, aber dann ist rauskommen halt wieder das Problem. Ja. Ich hab noch 10 Leben. Wenn wir schlafen, sind wir doch erhoben, oder? Ist dann auch der Groll wieder aufgeladen? Wenn wir was? Wenn wir hier schlafen. Wir können ja nur nachts schlafen. Echt? Ach so. Okay. Du benötigst ein Feuer in der Nähe, das auch noch. Ah. Muss ich mir erstmal hier wieder anziehen. Aua, ich hab doch E gedrückt. Oh. Ganz toll. Ja, wir bräuchten viel stärkere Waffen. Also sowas wie ein Langschwert oder irgendwas. Was macht denn eigentlich dein Hammer an dem Troll, wenn du dem eine Breitseite damit mal reinhaust? Eine gute Frage, müsste ich mal gucken. Brauchst du was zu essen? Moment. Nee, hab mein Zeug geholt. So. Und jetzt muss ich mich wieder anziehen. Du könntest doch den Hammer aufladen, reingehen, zuhauen und rausgehen. Gute Idee, ich probier's mal aus. So. Sag mir mal, ob's was bringt, ich bleib hier. Nee, ich kann den nicht aufladen, der haut direkt zu. Also müssen wir ihn vom Eingang wegkriegen. Okay. Einmal kräftig zugehauen, ich habe auch nicht gesehen, was es gemacht hat. Nicht viel. Aber er ist jetzt zumindest nicht mehr am Eingang, aber ich bin tot! Das ist halt das Doofe daran, ne? Also ich glaube, für so Höhlentrolle brauchen wir eigentlich bessere Ausrüstung. Es ist zwar machbar, aber man sieht es ja, es ist eher schwierig. Ja. So, ich habe ihm noch eine mitgegeben. Ich weiß gar nicht, was mehr Schaden macht. Der Hammer oder Pfeil und Bogen? Geht das wieder los? Jetzt geht das wieder los! Das weiß ich auch nicht, da müsste ich einmal genau sehen, wie viel du abziehst. Weil du machst ja mit dem Bogen auch schon mit den Feuersteinpfeilen recht gut Schaden. Stimmt, ja. Alter. Schwer zu sagen. Dann probiere ich es mal mit dem Hammer. Es verschwendet auch so viel Essen. Oh, ich bin gestorben. Oh nein, ey. Ja, ich glaube, der Hammer ist da total sinnfrei. Also weiter auf Fallen und Bogen setzen. Ja. Ah, oh, das wird wieder grindy, ey. Eieiei. Okay, warte, ich gehe gleich raus, damit er gar nicht zum Eingang kommt. Dann kannst du erstmal, weil dein Grabstein ist ja genau am Eingang, kannst du ihn erstmal holen. Genau. Geh raus. Ach. So. Dann wieder anziehen. Ich kann halt meinen Lederbrustpanzer nicht reparieren. Er ist gerade genau am Eingang. Das ist halt die Frage, wenn wir länger warten, ob der dann vielleicht wieder zurückgeht. Dann kann man immer kurz warten. Ich glaube tatsächlich, dass er zurückgeht. In mehrere Salben reindrücken.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können schlafen, können wir aber nicht, weil Dings fehlt. Da müssen wir ein Lagerfeuer hinbauen. Warte mal. Hab schon. Aber nicht, dass wir hier drin jetzt ersticken. Ah. Nee, das funktioniert. Kommen wir. Ja, jetzt kommen wir gleich in die Höhle und wahrscheinlich ist dann. Der Troll auch am Schlafen? Ja, Troll wieder aufgeladen. Nee, das wäre ja schön. Oh nein, sag jetzt nicht, dass der wieder aufgeladen ist. Das will ich nicht. Wenn das so ist, dann gehe ich nach Hause. Dann gehen wir nach Hause. Dir wird nicht gefallen, was man hier gerade sieht. Er ist nicht komplett aufgeladen, aber er hat sich geheilt. Hast du es gesehen? Die Lebensleiste war fast wieder voll. Ja, ich glaube, wir können weiterziehen tatsächlich. Wird sonst sehr grindy und ich brenne. Warum brenne ich denn jetzt? Ja, ich bin ins Feuer gelatscht, aber. Läuft. Mama, nein, verdammt. Reingegangen? Willst du weitermachen? Ja, ich dachte, vielleicht kriegen wir ihn tot. Pass auf. Lass uns noch ganz kurz überprüfen, wenn wir kurz warten, ob er dann zurückgeht. Weil dann können wir rein, ihm ein paar Pfeile geben, rausgehen. Okay. Und vielleicht funktioniert das ja. Warte, ich hole aber trotzdem schnell. Ja, gut. Ja, und jetzt ist er nämlich wieder nach hinten gegangen. Wir müssen nur ein paar Sekunden warten. Ich habe auch die ganze Zeit mit Holzpfeilen geschossen, weil ich die falschen ausgewählt hatte. Mhm. Ah. So, okay. Wollen wir rein? Warte, ich will erst alles anziehen. Nochmal was essen. Bist du jetzt reingegangen? Ja. Du musst doch auf mich warten, damit wir beide die Seiten reindonnern können. Ich bin jetzt drin. Ich hatte meinen Pfeil geladen. Okay, zurück. Das war jetzt überhaupt nicht gut abgesprochen. Nein, überhaupt nicht. Und mein Lederbrustpanzer ist gebrochen. Oh, aber du kannst ja reparieren, oder? Nee, leider nicht, weil dazu müsste es auf Stufe 2 sein, soweit ich weiß. Ah, verdammt. Das ist echt scheiße. Ja, das heißt, wir müssten dieses Ding hier noch mit einem, so einem komischen Block versehen, dann könnte ich auch das aufwerten. Ich guck mal kurz, ob wir den bauen können. Dafür brauchen wir 10 Feuersteine. Und wir haben. Also ich habe 6. Warte, ich guck mal kurz bei mir. Ich habe 1. Okay, dann guck ich mal unten kurz am Fluss, ob da zufällig was ist. So viel Aufwand. Aber echt, ey. Ganz in der Zeit, während ich hier am Machen bin, wenn du möchtest, wieder reingehen. Ja, stimmt. Und immer mal Schaden machen. Nicht, dass der auf die Idee kommt, sich zu heilen. Also wenn der jetzt geheilt ist, dann gebe ich auf. Ja. Alter, ich habe einen Trollarsch im Gesicht. Das ist nicht lustig. Ja, Sätze, die man nicht so oft hört. Also hier finde ich nur Steine tatsächlich. In die Richtung noch ein bisschen. Zinnvorkommen, interessant. Ach Mann, ey. Dann zieh ich mal das andere Hemd an. Siehst du, aus diesem Grund habe ich noch ein zerlumptes Hemd dabei. Das Hemd dabei haben. Ich bin gerade mit 2 Leben. Nicht reingehen, geh nicht rein. Oh Gott. Bin reingegangen. Habe immer mal eine verpasst. Okay. Bilde ich mir das ein oder heilen wir hier schneller, weil wir wahrscheinlich in so einer Unterkunft sind? Es könnte durchaus sein, ja. Okay, reingehen. Warte, ich. Achso, du bist noch nicht geheilt. Dann gehe ich mal kurz rein und gebe ihm eine mit. Warte mal, die Frage: Wie lange muss man warten, damit er weiter weg ist? Oh, jetzt bin ich tot. Oh nein, du bist reingegangen. Ach Mann, ich dachte, du wartest, bis du nicht heilst. Nee! Aber ich habe festgestellt, während er schon, während da steht, betrete Höhle oder so, kann man seinen Bogen schon laden.
Also während dem Ladebildschirm schon. Ich lade immer kurz davor schon. Geh dann rein, es funktioniert. Echt? Ja. Stimmt. Ja, bei mir mal so, mal so. Raus! Das ist so cheesy. Aua, bin tot. Ein Schlag, ey, Wahnsinn. Ich komme jetzt aber auch an. Wir müssen den mal kurz weglaufen lassen. Ich komme an meinen Kram nämlich auch gerade nicht ran. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie seine Lebensleiste ist, weil wir sehen die halt nicht. Doch, ich schon. Echt? Also wir waren jetzt so bei ein Drittel war jetzt weg. Oh Gott. Oh scheiße, ich habe mich nicht getraut zu gucken. Egal, anziehen und los. Ja, genau. Hast du noch, Essen? Oh gut, dass du es sagst. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal vergessen. Also ich habe noch welches, aber ich hatte nichts zu mir genommen. Kriegst du deine 3 Slots voll? Ansonsten, ich habe noch Pilze und Fleisch. Ich krieg sie voll. Ich habe einmal Fleisch, einmal Himbeeren und einen Pilz. Okay. Okay. Bereit? Warte. Jo. Ha, ab und zu kann ich nicht reinlatschen. Oh, der ist fast tot. Was? Cool. Ja, habe ich gerade gesehen. Die Lebensleiste ist schon fast weg. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier immer gestorben bin, hast du dem schon gut Schaden gemacht. Ja. Jawohl. Sehr gut. Da fällt er. Ich sag ja, Baum. Du machst mit, mit deinem Bogen schon echt gut Schaden. Bin wirklich cool, ey. So, Trollleder. Ich muss den Bogen auch mal aufwerten. Was? Ja. Alles einkassiert, sage ich. Gibt hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Oh, 2 Truhen! Oh mein Gott! Und ein Rubin. Den ich aber nicht nehmen kann, weil ich voll bin. Ja, ich gucke, ob ich noch kann. Wenn nicht, müssen wir mal aufteilen. Nee, ich konnte den nehmen. Okay, hier ist noch Leder drin. Ja, genau, lass mal aufteilen. Also, ich habe. Was habe ich denn? Ach nee, warte. Ich konnte noch was aufstecken. 1 Stein. Nee, 2 Steine sind jetzt noch drin. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Nee, geil. Sehr schön. Was ist denn da drin? Ich bin neugierig. Doch rein. Jetzt nur noch Steine, aber was war denn drin? So, hab ich vergessen. Echt jetzt? Ich glaube Hirschfell. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hat sich das wenigstens gelohnt? War es viel Hirschfell? Oh, hier sind noch Münzen. Was? Ich hab gerade Münzen aus dem Boden geholt. Habe ich die aufgenommen? Ja. Okay. Münzen waren da auch drin. Also wir haben jetzt 81 Münzen tatsächlich. Und ich habe noch mal 57 im Inventar. Boah, wie cool. Wir sind bald reich. Yeah. Geil. Eine Angel irgendwie so 5000 oder so. Oh Mann. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Du verbrennst. Ah! Ich seh's mal. Oh Mann. Ich werde das hier einmal als Schlafplatz markieren, damit man weiß, man hat hier zur Not so einen kleinen Mini-Unterstand. Richtig, genau. So, an der Stelle wird es dann Zeit, dass wir die Folge beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zuschauen. Ich habe euch im Abspann Madistus Playlist mit verlinkt, Madistus Kanal mit verlinkt, schaut da gerne vorbei. Meine Playlist ist auch verlinkt, falls ihr eine Folge verpasst habt und nachschauen wollt. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann, habt eine wunderschöne Zeit. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.